Heinrichau liegt im Kreise Frankenstein in Schlesien. Im Jahre 1222 erteilte Herzog Heinrich I. von Schlesien auf Bitten des Bischofs von Breslau, Lebus und Posen, seinem Notar, dem Breslauer Domherrn Nikolaus, die Erlaubnis, auf dessen Besitz im oberen Ohletal ein Zisterzienserkloster zu gründen. Da der Besitz des Nikolaus herzogliches Schenkungsgut war, sollte das Stift nach dem Herzog und seinem Sohn Heinrich II. Heinrichau heißen und als fürstliche Gründung gelten. 1227 zog der erste Konvent aus Leubus kommend ein. 1228 wurde die Kirche eingeweiht und ein zusammenfassendes Stiftungsprivileg ausgestellt. Die junge, im Mongolensturm 1241 bereits wieder zerstörte Zisterze hatte während des 13. Jahrhunderts bei dürftigen Einkünften mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen, insbesondere mit dem polnischen Anerbungsrecht, das die Besitzsicherheit ständig gefährdete. Einen lebendigen Eindruck davon, wie von den sich im Umkreis des Klosters vollziehenden kolonisatorischen Veränderungen vermittelt das einzigartige Heinrichauer Gründungsbuch aus dem Ende 13. und im Anfang 14. Jahrhundert. 1292 wurde Grüssau von Heinrich aus besiedelt. In Zehenbringen gelang es dem Kloster Heinrichau, seinen Besitz stetig zu vermehren, ihn durch Rodung und Siedlung zu deutschem Recht zu verbessern, zu arrondieren und seit dem 14. Jahrhundert durch den Erwerb der oberen Herrschaftsrechte zu festigen. Hierbei kam es immer wieder zu Streitigkeiten mit dem nahen Stadt Münsterberg, der Residenz des Herzogs von Münsterberg, der sich zum Teil in Heinrichau begraben ließ. Im 15. Jahrhundert brachten die Hussitenkriege, im 16. Jahrhundert die Reformation und dann der Dreißigjährige Krieg fühlbare Rückschläge, Verluste und Zerstörungen, die durch die Rangerhöhung des Abtes zum infolierten Prälaten nicht aufgewogen wurden. Während des langen 1677 beendeten Exemptionsstreites mit dem Breslauer Bischof wurde neben dem Kloster die Andreaskirche 1617 als Pfarrkirche erbaut. Einen mächtigen inneren und äußeren Aufschwung nahm das Stift in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts unter den tatkräftigen Äbten Melchior Welzel und Heinrich Kahlert. Unter dem letzteren wurden die gotische Kirche, die älteste erhaltene Zisterzienserbau von Schlesien, Chor 13. Jahrhundert, Langhanshaus 14. Jahrhundert, Turm 1680, prächtig barockisiert mit prunkvollen Altären, Bildern von Michael Willmann, Orgelkanzel und kostbarem Chorgestühl. Vielleicht dem schönsten von Schlesien ausgestattet. Das südseitige Klostergebäude mit zwei zierlichen Ecktürmchen und reich stuckierten Innenräumen, unter anderem die Bibliothek, neu errichtet und weitläufige Wirtschaftsgebäude angelegt. Die Kirchenfront erhielt einen barocken Westgiebel und einen überkuppelten Vorbau, der Turm eine barocke Bekrönung. Hinzu kam 1715 die berühmte Dreifaltigkeitssäule auf dem Klostervorplatz. Zur gleichen Zeit führten die Äbte von Heinrichau und Kamenz abwechselnd die Landeshauptmannschaft im Fürstentum Münsterberg, das dem Fürstentum Auersberg gehörte.
1699 kaufte und baute Heinrich Aue neu auf unter Entsendung von Mönchen und Bauern die in den Türkenkriegen verödete Abtei Zürk in Ungarn, die fortan vom Abt von Heinrich Aue in Personalunion mitverwaltet wurde. 1739 konnte die Heinrich Aue benachbarte laikale Herrschaft Schön-Jonsdorf mit 8 Dörfern erworben werden. Seit der preußischen Besitzergreifung in Schlesien behinderte hohe Steuerlasten und einschneidende staatliche Maßnahmen nicht nur die freie Weiterentwicklung des Stiftes, sondern sie leiteten seinen allmählichen Niedergang ein, der 1810 in der völligen Aufhebung des Klosters endete. Die klösterlichen Archiv-, Bibliotheks- und Kunstschätze gelangten zum größten Teil in die Breslauer staatlichen Sammlungen, zum kleineren Teil in kirchliche. Die Stiftskirche wurde in eine katholische Pfarrkirche umgewandelt. Das Kloster mit dem größten Teil des klösterlichen Grundbesitzes kam 1812 über die preußische Prinzessin Friederike Luise Wilhelmine, spätere Königin der Niederlande, an das Haus Oranien. Von diesem 1863 durch Verkauf an die Großherzoge von Sachsen-Weimar, die es bis 1945 mit rund 30.000 Morgen Land besaßen. Die Baulichkeiten haben im Wesentlichen das Kriegsende überstanden. Das zeigt eindeutig dieser herrliche Film mit einer Drohne aufgenommen, die über diese wunderbare Klosterlandschaft fliegt. Recht vielen Dank, Wojtek Jaworski aus Sinjavka, für diesen wiederum herrlichen Film aus der schlesischen Heimat der Schlesier. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören in Schlesien.